Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Let's Play, und zwar Let's Play Risen. Das ist ein Spiel, was ich vorher noch nie so wirklich gespielt habe, und ich dachte mir einfach mal, komm, spielst du es einfach mal. Ich meine, ich habe von vielen Leuten gehört, dass das Spiel wirklich endgeil sein soll. Ist ein weiteres Spiel von von Piranha Bytes, also ich lasse mich gerne mal positiv überraschen. Ich werde nicht wundern, dass ich hier Spiel fortsetzen auch habe. Ich habe das Spiel mal angespielt, aber nie wirklich, aber nicht wirklich weit. Das wollte ich mit euch zusammen machen. Aber genug der Worte. Ich werde ein neues Spiel starten. Und werde erstmal gucken. Aha, alles klar. Bei Risen ist das also nicht mehr so, dass man Teleport Steine hat, sondern keine Ahnung. Ich lasse mich jetzt einfach mal überraschen. Ich habe mir auf jeden Fall mal gedacht, weil ja im Raum stand entweder Risen oder Assassin's Creed. Risen ist mal ein Spiel, was ich noch nicht kenne, und starten wir einfach mal den Let's Play. Ja, und genau das hatte ich schon mal. Ja, also. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich überhaupt auf Risen jetzt gestoßen bin. Ich glaube, ich war irgendwie auf, ohne dass ich jetzt irgendwie Schleichwerbung machen will, ich war, glaube ich, irgendwie auf Amazon, und da habe ich dann halt zufällig Risen gesehen. Habe auch sehr positive Kommentare dazu gesehen und dachte mir, komm, es kann ja nicht schaden, sich einfach mal das Spiel zu holen. Ich habe unter anderem halt auch Risen 2 mir geholt, Risen 3 wird auch noch folgen. Und ich werde jetzt erstmal diese beiden Spiele let's playen. Ich habe mich dazu entschlossen, dass ich jetzt erstmal 30 Minuten Videos machen werde. Gut, das erste Video, das wird wahrscheinlich etwas länger werden, weil unter anderem ja auch die Ladezeit jetzt gerade mal ein bisschen dauert. Und ja, ich schaue mal, was das Spiel mir so bringt. Doch, ich bin ja auf jeden Fall noch dabei, während ich jetzt dieses Video aufnehme, noch die letzten Let's Plays die letzten Videos von meinem letzten Let's Play hochzuladen. Viel dürfte da nicht mehr dauern. Was laber ich da gerade? Lange dürfte es nicht mehr unbedingt dauern, denn es sind jetzt, glaube ich, keine Ahnung, ich glaube nur noch 12 Let's Plays, die 12 Videos, die ich hochladen muss. Gerendert, bearbeitet ist alles. Tja, und in der Zwischenzeit nehme ich jetzt einfach schon mal das nächste Let's Play auf. Und ich muss jetzt schon mal sagen, von den Bildern her, es sieht schon irgendwie geil aus. Also, es hat schon was, muss ich echt sagen. So, und ich hoffe jetzt einfach mal, dass jetzt gleich auch mal das Spiel startet. Und dass es dann auch einfach mal losgehen kann. Und es lädt und es lädt und es. Boah, ich hasse es, wenn das kommt, dann könnte ich echt im Strahl kotzen. Naja, was ich auf jeden Fall schon mal sagen kann, anders jetzt als bei Let's Play Gothic 3, wollte ich mir einfach mal die Magie zu. Mich mit der Magie beschäftigen. Wenn das recht simpel ist. Also bei Gothic 1 und 2 ist das ja wirklich mit Runenmagie. Und bei Gothic 3 war es jetzt mit altem Wissen, da habe ich mich jetzt nicht unbedingt so stark mit beschäftigt. Deswegen, also ich bin neugierig, was mich jetzt bei Risen beschäftigt und wie ich mich da mit der Magie wirklich beschäftigen kann. Beziehungsweise wie ich die Magie anwenden kann, wie ich die Magie wirken kann, aber das wird sich halt auch noch zeigen. Ich finde allein schon die Bilder, finde ich jetzt gerade mal total pervers geil. Also, gut, der Totenschädel ist super Grab, muss ich nicht mal sagen. Der Totenschädel guckt noch aus, aber scheiß drauf. Oh, komm schon. Taschendiebstahl kann eine Runde einer Quelle sein, wenn du dich nicht erwischen lässt. Tja. Ist gut möglich. Das ist gerade total hypnotisierend.
Einfach dieses dauerhafte Ladezeichen. Gut, es gibt da auch wieder Buchstaben, die einen wichtige Informationen geben können. Zum Beispiel die Weisheit verbessern kann. Also Weisheit wird wohl sowas wie altes Wissen bei Gothic 3 sein. Also, Vergleich jetzt einfach. Oh, geil. Levitation. Oh, geile. Geile Sache. Könnte man bei mehreren Spielen mitbrauchen, nur Levitation. Also Levitation ist ja einfach, ja. Einfach ausgedrückt, schwebt. Um Schätze auszubündeln, brauchst du eine Schaufel. Nee, echt? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja. Ich werde mal ganz kurz hier. Die Ordenskrieger können spruchvolle magische Kristalle benutzen. Eieiei. Heißt, die kann man richtig auseinandernehmen. Ich werde mal hier kurz einen Cut machen und werde dann weiter starten, wenn das Spiel auch endlich gestartet hat. Deswegen bis gleich. Du fragst dich sicher, wo wir sind. Aber die richtige Frage lautet: Was ist geschehen? Ich werde dir die Geschichte erzählen. Die Götter haben die Welt verlassen und ihre Sklaven, Wesen von uralter Macht, erheben sich wieder. In ihrem Zorn treiben sie die Menschheit in den Untergang. Die Überlebenden versuchen einen der wenigen sicheren Häfen zu erreichen, aber niemand kann seinem Schicksal entfliehen. Da liegen wir am Strand. Wo zum Bürger bin ich hier? So, also ich muss schon mal sagen, ich finde einfach die Stimme da in dem Intro finde ich so geil. Das ist ja die Stimme von Xalas eigentlich. Ich frage mich, ob der auch so damit eine Rolle spielt hier in dem Spiel. Oder ob. Ein Opfer des Sturms. Das arme Schwein hat es nicht geschafft. Oder ob der ja, einfach nur jetzt die Stimme war. Und ob, wenn schon von den Göttern die Rede ist, dass irgendwie von den drei Göttern Innos, Adamas und Belial die Rede ist. Das wüsste ich gerne mal. Und dass dadurch dann hier. Nein, das will ich mal überraschen. Ich würde es überzeugen. Sie atmet noch. Alles in Ordnung? Ich denke schon. Was ist denn bloß passiert? Das war dieser schreckliche Sturm auf See. Unser Schiff kenterte und offensichtlich sind wir hier in den Strand gespült worden. Offensichtlich. Wir können froh sein, dass wir noch leben. Die armen Schweine dort drüben haben nicht so viel Glück gehabt. Wo sind wir hier? Habe ich mich auch schon gefragt. Wir sind hier bestimmt nicht sicher. Du solltest dir eine Waffe besorgen. Ein Knüppel, ein Ast, irgendwas ist besser als nichts. Du findest bestimmt was am Strand. Ich warte so lange. Tja, okay. Dann suchen wir mal. Und da haben wir Knüppel, Goldmünze und unser Inventar. Das Geile ist, es gibt ja einmal hier einfach alles. Da sieht man einfach alles angestaut. Und hier dann halt auch noch die Aufteilung. Das finde ich auch cool.
wofür dann eigentlich das alles total schwachsinnig ist. Aber egal. Zack, da haben wir den Ast. Das Witzige ist ja, wir spielen ja schon wieder einen namenlosen Helden. Hier sieht man einmal... Oh, da sieht man sogar die Erfahrung. Hier sieht man sogar noch, was die Taschen drin hat. Ja, schon wieder eine klitzekleine Unterbrechung. So, aber das soll uns nicht stören. Ich habe mich hier mal ganz kurz so ein bisschen umgesehen. Hier erstmal, ich blicke hier noch überhaupt nicht so wirklich durch. Ne? Hier gibt es ja halt Stärke, Geschicklichkeit, Mana, Lebensenergie, Lernpunkte, da kennt man ja alles. So, die Weisheit, sagt hier, Weisheit benötigst du für das Verstehen der magischen Siegel. Was die magischen Siegel sind, habe ich keine Ahnung. Also, bin ich echt mal gespannt. Hier halt als Kampf, Armbrust, Bogen, Schwertkampf, Axt, Stabkampf, das kann man alles ja lernen. Hier, je besser du bist, desto mehr Schaden machen oder bist du, keine Ahnung, was das genau ist. Warte mal, Talent für das Benutzen von Stäben und Speere, du kannst Waffen aus der Kategorie Stab benutzen, du kannst Angriffe für Regierung oder bis zu 3 Angriffsschläge miteinander kombinieren. Okay. Was gibt es hier noch? Hier die Kristallmagie, hier magische Geschosse. Meistert die. Du kannst einen Magiekristall benutzen, du kannst einen Feuerkristall benutzen, du kannst einen Frostkristall benutzen. Ja, gut, was ich damit anfangen soll, weiß ich noch nicht. Hier aber Schlösser öffnen, Akrobatik, Taschendieb und Schleichen, das kennt man ja auch. Und hier, ja, und hier. Herstellung natürlich auch, hier Tiere ausweiten, Schürfen, Schmieden, Alchemie, ne, dann kennt man ja. So, aber hier gibt es halt auch noch die Runenmagie, da, ich bin mal wirklich, ich will mich mal auf die Magie stürzen. Und da will ich mal hier Siegel, magische Siegel ermöglichen das Benutzen von magischen Runen. Je höher das Siegel, desto mächtiger sind die Runen. Ich weiß nicht genau, was das jetzt genau sein soll, oder ob das hier Magie mit der Kristallmagie zu tun hat oder sowas. Und hier Schriftrollen erstellen. Mit diesem Talent kann man sich selbst magische Schriftrollen erstellen. Ist cool, also ich würde das auf jeden Fall machen. Oh, das Wetter ist sogar gerade besser. Und ich muss mal ganz kurz... Und auf jeden Fall... werde ich mich jetzt mal... Habe ich mit der schon geredet? Ja. Nein. Lass uns losgehen. Gut, ich folge dir. Hier müsste es doch irgendwo einen Weg geben, der ins Landesinnere führt. Am besten siehst du dich mal nach einem solchen Weg um und folgst ihm. Aber sei vorsichtig. Ich glaube, da hinten im Wald hat sich was bewegt. Zieh besser deine Waffe. Ja, also... ja, hier gibt es natürlich auch die guten Tipps hier, die Waffe zu ziehen, muss man linke Maustaste, ach Quatsch, linke Maustaste, Mausrad-Taste benutzen. Also tue ich das einfach mal. Einfach mal alles einsammeln, was man hier so findet. Und pass auf! Gut gemacht. Ciao! Oh, Fleisch. Das Fleisch roh zu essen bringt uns nicht viel. Wir brauchen eine Feuerstelle oder einen Herd. Wenn wir dann noch eine Pfanne finden, können wir es braten. Gebratenes Fleisch gibt eine Menge verlorener Energie wieder. Es gibt auch einige Pflanzen mit heilender Wirkung. Nimm am besten alles mit, was du an seltenen Pflanzen findest. Ja, okay, was auch immer. Die sagt eigentlich nur das, was man eigentlich schon kennt. Also sprich, dass man einfach... Zack, zack, zack. Ja, das war richtig gut. Ich weiß. Dass man alles einsammeln soll, was man so findet, ist klar eigentlich. Nee, die soll nicht warten, die soll mitkommen. So. Dann schauen wir mal, was finden wir denn alles. Nehmen wir das mit. Nehmen wir das mit. Siehst du die Fackeln? Hier müssen irgendwo Menschen sein. Wenn wir den Fackeln folgen, werden wir bestimmt jemanden finden. Ja. Ich hier in total abgeranzten Klamotten. Du siehst wenigstens noch gut aus. Naja. Ich wüsste gern mal, wie der Typ heißt. Weil das ist ja wieder so ein typischer namenloser Held. Typisch eigentlich für Piranha Bytes irgendwie. Naja.
Pflanze, Goldmünze, Fläschchen. Ah, sonst nichts mehr. Ach, eine Stachelratte. Pass auf! Das Viech hat mich gestochen. Ja, das war richtig gut. Ah ja, ihr werdet übrigens wahrscheinlich noch öfter sehen, dass ich irgendwie, wenn ich im Kampf bin, einen Schlag zu viel setze. Das liegt einfach daran, dass ich mit der Steuerung nicht so wirklich vertraut bin. Aber das soll uns vom Zocken nicht abhalten. So, kicke an. Da sind wir. Sieh mal, ein verlassenes Haus. Was ist hier passiert? Wo sind die Bewohner? Hier ist keine Menschenseele. Irgendetwas Seltsames geht vor auf dieser Insel. Wir sollten der Sache auf den Grund gehen. Vielleicht solltest du erst mal im Haus nach dem Rechten sehen. Ja, ja. Ich sehe nach dem Haus im Rechten. Nee, Moment. Ich sehe im Haus nach dem Rechten. So. Nein, ich will mich nicht hinsetzen. So. Die Truhe kann ich eh noch nicht öffnen, weil ich kann keine Schlösser öffnen. Und da liegen die Schlüssel. Und nehmen wir mal eine Truhe. Und da ist auch die Pfanne mit bei. Boah, das Haus, das hört sich so an, als bricht das gleich zusammen, ey. Im Haus ist auch niemand. Ich habe nur eine verschlossene Truhe gefunden. Ohne den richtigen Schlüssel kriegen wir die nie auf. Es sei denn, du kannst Schlösser mit einem Dietrich öffnen. Kann ich doch nicht. Ich konnte die Truhe im Haus öffnen. Sehr gut. Und? Was hast du gefunden? Ein bisschen Kram und eine Pfanne. Großartig! Damit kannst du dir jetzt am Lagerfeuer Fleisch braten. Ach, so ein gebratenes Stück Fleisch wäre jetzt genau das Richtige. Ich sterbe vor Hunger. Perle, da ist eine Bank. Setz dich doch einfach da drauf. Mein Gott, ist die hohl. Also ich finde, das war bei Gothic 1, war das auf jeden Fall realistischer, weil da hat man wenigstens noch da ein Stück Fleisch da rumgerollt. Riecht schon mal nicht schlecht. Lecker. Hier, hast du dein gebratenes Fleisch. Ich danke dir. Ohne dich wäre ich verloren gewesen. Sehr gut. Jetzt geht es mir schon viel besser. Wir müssen weiter, ins Landesinnere. Ich bin für Abenteuer nicht geschaffen. Die Gegend ist zu gefährlich für mich. In diesem verlassenen Haus bin ich in Sicherheit. Ich denke, es ist besser, wenn ich hier bleibe. Ich komme wieder und hol dich hier raus. Pass auf dich auf. Du weißt nicht, was dich noch auf dieser Insel erwartet. Der Weg dort nach Norden scheint weiter ins Innere der Insel zu führen. Irgendwo da oben wirst du hoffentlich jemanden finden, der noch lebt. Kapitel 1. Die verbotene Insel. Ich frag mich, warum die verboten ist. So, ist natürlich sinnig auch von der hier zu bleiben, wenn hier so Blutspuren sind. Naja, ich red nicht von der Logik. Ist vielleicht besser. Beere. So, machen wir uns dann halt alleine auf den Weg ins Landesinnere. Und gehen einfach mal den Weg hier hoch. Irgendwas findet man schon. Und während ich das einmal angespielt habe, weiß ich auch, was mich hier oben einmal erwarten wird, ne? Und dementsprechend, Kohle. Ja. Ja. Alles nehmen. Aber viel weiter habe ich halt auch nicht gespielt. Ich wollte mir selber die... Alter Vater! Meine Fresse! Du Mistviech! Boah! Herzinfarkt, Alter! Meine Fresse! Boah! Ey, kam das Viech plötzlich von hinten? Ich glaube das nicht, ey. Was ein Analgeier. Mann, nur durch das Mistviech habe ich jetzt echt vergessen, was ich sagen wollte. Boah, das war tüsch. Ja.
Grab. Okay. Ja. Ja. 10.000 Störungen. Ja. Gehen wir jetzt einfach mal. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt da lang gegangen bin. Egal. Heilung ist vonnöten. Jedenfalls besser ist. Und wir gehen hier rein ins Dunkle. Naja, eigentlich ganz dunkel. Ach ja. Der Raum ist toll. Ups. Zack, zack, zack. Abschnitt. Ey, das Viech hat mich getroffen. Hat mich das Viech getroffen oder hat er mich nicht ganz geheilt? Ich weiß es nicht mehr. Zerfällt hier auch schon im Moment hier. Ich wüsste gar nicht, dass hier zwei Truhen sind. Ach doch, wusste ich wohl. Moment. Naja, nehmen wir mal den Hebel. Ich würde sagen, interessant die Technik. Dafür, dass es in einer ganz anderen Zeit spielt. Boah, jetzt mal ganz schnell hier raus. Die Kristalle finde ich geil. Naja, weiter. Genug bewundert. Ach ja, muss wieder aufpassen, nicht, dass ich da wieder hintrete. Haha. Habt ihr das gehört? Das hört sich so an wie ein Dämon. Voll strange. So, wir gehen jetzt hier weiter. Nee, die will ich jetzt alle nicht kaputt hauen. Ich meine, bringt zwar EP und Lernpunkte für mich, aber wir sind hier an der Hütte. Die anscheinend auch verlassen ist. Ich meine, ich trinke erstmal was. Voll am Schlürfen, der Digge. Halt, Börschchen. Was machst du hier? Wer bist du? Ich bin der mit dem Schwert. Du bist der, der antwortet, klar? Also, was willst du hier? Wo genau bin ich hier? Auf der falschen Seite meines Schwertes, würde ich sagen. Ich frag dich nochmal, was hast du hier zu suchen? Ich bin Schiffbrüchiger. Also hat doch noch einer von der Mannschaft überlebt. Wir dachten, der Inquisitor wäre der Einzige gewesen. Du gehörst doch nicht zur Inquisition. Ich bin als blinder Passagier an Bord gegangen. Auf ein Schiff der Inquisition? Haha, du bist doch verrückt! Wenn die Weißen dich hier erwischen, werfen sie dich direkt in die Vulkanfestung. Du siehst dich am besten schnell mal hier um. Ich habe schon alles durchsucht. Für mich ist nichts mehr dabei. Aber du findest bestimmt noch eine brauchbare Waffe. Ich warte so lange. Wir können später weiterreden. Ja, der Typ hat sich aber nicht vorgestellt. Das finde ich echt unhöflich von dem. Ja. Nur, da ist ja direkt ein Thronschlüssel. Da ist halt auch schon eine Zeit lang her, dass ich das Spiel einmal angespielt habe. Das war halt, während ich noch Gothic 3 Let's Play habe. Das war. Deswegen bin ich mir nicht mehr ganz sicher, was ich alles finden kann. Beziehungsweise was ich alles hier finde. Aber ich weiß noch, dass ich auf jeden Fall ein Schwert finde. Und zwar genau hier. Oh, hier stimmt eine Karte. So, ich leg mal kurz ein Schwert. Mit dem Schwert sind wir schon mal gut bedient. Gehen wir mal runter, oder? Und reden mit mir. Ich habe ein Schwert gefunden. Na siehst du. Du kennst dich hier gut aus. Ich denke schon. Was willst du wissen? Du hast eben eine Vulkanfestung erwähnt. Was ist das? Das ist der letzte Ort, an dem du sein willst. Dort hat sich die Inquisition niedergelassen und bildet ihre Rekruten aus. Besser, du hältst dich von dort fern. Komm lieber zu uns ins Lager. Warte mal, ich muss mal ganz kurz in den Einstellungen was ändern. Die Musik ist nämlich cool.
ein bisschen laut, merke ich gerade mal. So. Wo gibt es hier was zu holen? Tja, hier jedenfalls nicht. Die Bauern haben alles mitgenommen, als sie zur Hafenstadt aufgebrochen sind. Die Weißen lassen niemanden rein oder raus aus der Stadt. Warum nicht? Ganz einfach, weil sie niemanden hier draußen haben wollen, der sich an den Ruinen zu schaffen macht. Wir Banditen sind womöglich die Einzigen, die noch frei sind. Ich sag dir, geh in die Hafenstadt oder komm zu uns. Alles andere wäre Wahnsinn. Was weißt du über die Hafenstadt? Wenn du es einmal hineinschaffst, lassen dich die Weißen in Ruhe. Ein paar unserer Jungs sind drin, die helfen dir bestimmt weiter. Ich kann dir den Weg zeigen. Auch wenn du bei uns im Lager besser aufgehoben bist. Ja, aber ihr seid Banditen, da habe ich keinen Bock drauf. Zeig mir den Weg zur Hafenstadt. Kein Problem, folge mir. Warum sollte ich zu euch ins Lager kommen? Wir haben Fleisch, Bier und wir machen aus dir einen anständigen Kämpfer. Ein Schwert hast du ja schon. Oben in der Vulkanfestung lassen sie dich höchstens mit dem Stock trainieren. Ich habe eine Frau unten im Süden zurücklassen müssen. Im Süden, sagst du? Die Wildnis da unten ist gefährlich. Da wird sie alleine nicht lange überleben. Gut. Ich kümmere mich um sie, sobald ich Zeit dazu habe. Wenn du sie das nächste Mal siehst, dann kannst du ihr ja sagen, dass ich sie holen werde, sobald ich einen Platz für sie gefunden habe. So, dann folgen wir ihm mal ab in die Hafenstadt. Naja, beziehungsweise den Weg zur Hafenstadt zeigt er mir ja nur. Ich weiß jetzt nicht, was ich eigentlich... Worauf wartest du? Ja, entspann dich. Was für ein Stress. Siehst du den Bauernhof unten im Tal? Klar, ist ja nicht zu übersehen. Dort unten arbeiten einige Novizen. Du erkennst sie an ihrer braunen Kleidung. Novizen sind Lehrlinge der Magier aus der Vulkanfestung. Sprich mit ihnen. Sie werden dir helfen, zur Hafenstadt zu kommen. Aber hüte dich vor den Weißen. Sie arbeiten mit den Magiern zusammen. Die verstehen keinen Spaß. Wenn sie dich erwischen, hauen sie dich um und werfen dich in die Vulkanfestung. Danke. Ich denke, ich hab's kapiert. In Ordnung. Dann gehe ich mal wieder auf meinen Posten. Viel Glück. Du wirst es brauchen. Wir sehen uns. Hau rein, Digga. So. Jetzt können wir uns wenigstens mal hier ein bisschen mit... die Novizen direkt zu Anfang einmal unterhalten. Er leckt manchmal ein bisschen. Bist du verrückt, hier herumzuspazieren? Was meinst du, was die Inquisition mit dir macht, wenn sie dich hier erwischen? Wer hat hier das Sagen? Bruder Tristan. Du findest ihn meistens vor dem Bauernhaus. Er hat die Verantwortung für unseren Bauernhof hier übernommen. Ah ja. Wirst du jetzt die Inquisition rufen? Nein, ich werde dich ganz bestimmt nicht verraten. Aber ich weiß, dass die Ordenskrieger hier oft vorbeikommen, um nach dem Rechten zu sehen. Du solltest besser vorsichtig sein. Ja, die Ordenskrieger, ne? Was machst du da? Ich arbeite auf meinem Feld. Auf deinem Feld? Ich habe dieses Kornfeld hier zu bearbeiten. Das Feld auf der anderen Seite des Weges ist Tellos Aufgabe. Er ist natürlich wieder mal viel weiter als ich. Tello hat schon seine ganze Ernte ins Lagerhaus gebracht. Aber ich fürchte, ich werde es nicht rechtzeitig schaffen, bis die Ernte abgeholt wird. Brauchst du Hilfe? Naja, lass es mich mal so sagen. Wenn du mir helfen könntest, wäre ich dir sehr dankbar. Wie dankbar genau? Ich bin nur ein Novize und habe nicht viel. Aber wenn du das Korn von meinem Feld erntest und zu mir bringst, würde ich dir dafür einen Heiltrank geben. Was sagst du dazu? Heiltränke kann man immer gebrauchen und ich bin mal gespannt, was die Ordenskrieger so alles sind. Also wie gesagt, ich habe ja mehrmals jetzt schon gesagt, ich kenne mich in dem Spiel jetzt überhaupt nicht aus. Ich werde mich mal überraschen lassen. Abgemacht. Ich bringe dir das Korn von deinem Feld. Großartig. Dann schaffe ich es vielleicht doch noch bis zum nächsten Mond, meine Ausbildung als Magier anzutreten. Geh auf mein Feld und sammle alle Kornpflanzen ein, die reif genug sind. Wenn du 10 gesammelt hast, komm wieder und bring sie mir, ja? Ja, mach ich mal. Ja, 1. Ach ja, da steht ja auch. 2.
Ist natürlich ein bisschen scheiße zu erkennen hier auf dem Feld. 6 hab ich. 7. Da ist der 8. 2 noch. 1 noch. Den muss ich jetzt erstmal finden. Da. Zack. Da haben wir es. Hier sind deine 10 Kornpflanzen. Danke, mein Freund. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft, bevor ich richtigen Ärger bekommen hätte. Hier hast du den versprochenen Heiltrank. Von welchem Ordenskrieger sprichst du da? Alle paar Tage kommt einer der Krieger des Inquisitors bei uns vorbei und sieht nach dem Rechten auf unserem Hof. Dabei nimmt er uns unser Korn und unser Fleisch ab und bringt es in die Vulkanfestung. Wenn ich du wäre, würde ich mich verstecken, wenn er hier auftaucht. Verstehe. Ja, danke für den Tipp, ne? Ja, mal schauen, was der Digga mit Tillo mit mir reden will. Pass auf, wo du hintrittst. Das Korn hier auf meinem Feld ist ziemlich empfindlich. Euer Korn hier wird bald abgeholt. Wer hat dir das erzählt? Penny wahrscheinlich, was? Dieser faule Kerl sollte mal lieber ordentlich arbeiten, anstatt mit fremden Leuten zu quatschen. Mein Feld hier ist fast doppelt so groß wie seins. Trotzdem brauche ich nur halb so lang, um das Feld zu bestellen. Ich möchte mal wissen, was der den ganzen Tag treibt. Kann ich dir helfen? Nein, ich habe schon das Wichtigste erledigt, was auf meinem Feld zu tun war. Trotzdem danke für dein Angebot. Ja, okay. Wenn er keine Hilfe will, soll er mich nicht stören. Willkommen, Fremder. Ich habe dich hier noch nie gesehen. Ich komme auch nicht von hier. Ich bin Schiffsbrüchiger. Ich hoffe, du weißt, dass es verboten ist, auf der Insel frei herumzulaufen, ja? Naja, soll mir recht sein. Solange dich die Ordenskrieger hier nicht sehen. Wer bist du? Mein Name ist Tristan. Ich bin Novize der Magie. Ich habe hier die Aufsicht. Diese ehrenvolle Aufgabe ist mir direkt vom Bund der Magier verliehen worden. Was ist das für ein Ort hier? Du bist hier auf einem Bauernhof, der der Inquisition untersteht. Wir bestellen das Land und sorgen uns um die Tiere hier. Unsere Arbeit sichert den Wohlstand und die Versorgung der Armee des Inquisitors Mendoza. Was haben die Magier mit der Inquisition zu schaffen? Der Bund der Magier hat hierzulande schon sehr lange seinen Sitz in der Festung am Fuß des großen Vulkans. Es war ein Ort des Studiums und des Glaubens, bevor die dunkle Welle das ganze Land erschütterte und die emporgestiegenen Tempelruinen das Land bedrohten. Es ist ein Segen, dass sich der Inquisitor der Probleme und Bedürfnisse der Menschen auf dieser Insel angenommen hat. Die Magier unterstützen ihn mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln, damit das Böse so schnell wie möglich wieder gebannt werden kann. Aus diesem Grund ist die Vulkanfestung heute sowohl Ausbildungslager für Rekruten der Inquisition als auch hohe Residenz der Magier. Verstehe. Was würdest du tun, wenn du an meiner Stelle wärst? Nun ja, du wirst dich einer Gemeinschaft anschließen müssen. Allein wirst du in der Wildnis nicht lange überleben. Vielleicht wärst du am besten beraten, dich von den Ordenskriegern zum Rekruten ausbilden zu lassen. Die Ausbildung am Kampfstab und die Lehre der Grundbegriffe der Magie würden dir sicher gut liegen. Vielleicht aber willst du dich dem Gesetz nicht beugen, dann wärst du bei den kämpferischen Banditen besser aufgehoben. Es kann aber auch sein, dass du genauso wie wir Novizen in die Geheimnisse der hohen Magie eingeweiht werden willst. Genau das. Diese Wahl musst du für dich allein treffen. In jedem Falle aber wirst du in der Hafenstadt für jede dieser Gemeinschaften einen geeigneten Vertreter finden, der dir weiterhelfen kann. Also wenn ich du wäre, würde ich dorthin gehen. Kannst du mich zur Hafenstadt bringen? Ich kann hier nicht weg, Fremder. Ich trage große Verantwortung hier auf dem Hof. Aber Bruder Tellur wird dich sicher dorthin begleiten, wenn du das wünschst. Großartig. Nicht so schnell, Fremder. Wenn du willst, dass wir dir helfen, wirst du uns deine Hilfe sicherlich nicht verwehren, oder? Wie kommt man in die Hafenstadt hinein? Das Gesetz des Inquisitors besagt, dass sich niemand außerhalb der Stadt aufhalten darf. Zurzeit wird das Haupttor der Stadt von den Ordenskriegern bewacht. Du kannst dort nicht einfach so hereinspazieren, Fremder. Ach komm, ihr Novizen wisst doch sicher, wie man da reinkommt.
Nun ja, es gibt einen Weg, aber der ist nicht leicht zu finden. Die Hafenstadt hat noch einen Hintereingang oben im Norden. Soviel ich weiß, wird dieser nur von der alten Stadtgarde bewacht. Vielleicht hast du Glück und sie lassen dich dort hinein. Handelt ihr hier auf dem Hof auch? Handeln? Mit wem denn? Außer den Banditen gibt es hier draußen niemanden. Was ist mit mir? Handelt ihr mit mir? Besonders viel habe ich dir nicht anzubieten, aber vielleicht ist ja was Nützliches für dich dabei. In Ordnung. Was soll ich für euch tun? Sprich mit meinen Brüdern hier auf dem Hof und mach dich nützlich. Wenn wir deine Hilfe nicht mehr benötigen, werden wir deinem Wunsch entsprechen und dich zur Hafenstadt begleiten. Wegen deines Hofes. Tellur hat nichts zu tun für mich. Er ist schon lange mit seiner Arbeit fertig. Ja, Tellur ist unser Bester. Eines nicht allzu fernen Tages wird er uns allen noch etwas beibringen können. Die Kornernte hat sich erledigt. Gut, danke für die Nachricht. Hier hast du ein paar Münzen. Tja, Benny ist unser Sorgenkind. Ohne tatkräftige Hilfe wird er es nicht weit bringen. Er sollte vielleicht noch einmal seinen Wunsch, Magier zu werden, überdenken. So. Dann gibt es bestimmt noch irgendwen, den Typen da hinten, mit dem muss ich wahrscheinlich auch noch reden. Aber ich werde hier diese Folge erstmal beenden. Ich werde hier selber nochmal speichern. Ich habe hier schon ein bisschen. Ich habe hier halt schon was halt mal gemacht. Einfach so, ich habe jetzt hier Kotnascherei. Den werde ich überschreiben. Und Senf. Fragt mich nicht nach den Namen, es ist einfach so. So, ich werde mich hiermit erstmal verabschieden. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, wann auch immer ihr das sehen werdet, und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, macht's gut, Leute.